Hallo und willkommen zurück. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie bei einem 2007er Baujahr Audi die Servolenkerpumpe aussieht. Es ist eine Hydraulikpumpe und ich werde es jetzt zuerst mal zerlegen und dann erkläre ich euch, wie sie funktioniert. So, dann schauen wir mal, was in der Servopumpe so alles drin ist. So, diese Pumpen sind sogenannte Flügelpumpen. Sie haben ein Herz, das außermittig dreht, zum Gehäuse außermittig. Und im Herz sind frei bewegliche Platten drin, die Flügel genannt werden. Und durch die Zentrifugalkraft gehen die Flügel nach außen und drücken gegen die Außenwand, die, wie gesagt, zum Herz innen exzentrisch liegen. Liegt. Und dadurch gibt es verschieden große Kammern zwischen den Flügeln. So, das ist es. Beim Drehen gehen diese kleinen Flügel nach außen, dichten hier ab und dann saugen sie hier bei der dichten Seite Öl an. Und wenn sie es dreht, wird das dann verdichtet, das Öl, und dann kommt es auf der anderen Seite raus. Normalerweise kann bei so einer Pumpe nicht viel kaputt gehen. Was sein kann, ist, wenn das Öl schmutzig ist, dass hier Schmutz reinkommt und die Flügel dann nicht mehr rauskommen. Das merkt man daran, dass man beim Fahren, beim Lenken, ruckartige Lenkbewegungen hat, so mit dem Lenkrad. Und bei höherer Motordrehzahl, dann geht es wieder gut, weil dann ist die Zentrifugalkraft groß genug, dass alle Flügel rausgehen. Als erstes würde ich immer einen Ölwechsel machen, das habe ich bei mir schon probiert. Es ist ein geringfügig besser geworden, aber nicht komplett. Und dann das nächste, was man machen kann, muss, ist das hier putzen. Ich habe das jetzt aufgemacht, weil ich sehen möchte, ob ich das einfach ausbauen kann. Und anscheinend geht's. Weil wenn ich das ausbauen kann, dann kann ich das auch ausbauen, wenn es im eingebauten Zustand vom Auto ist. Reinigen und wieder einbauen, dann muss ich nicht alles tauschen. Und das werde ich heute versuchen. Was sonst noch kaputt gehen kann bei den Pumpen, ist das Lager hier. Das Nadellager, und das ist auf der anderen Seite auch. Aber das merkt man normal dann an einem Pfeifen von Keilriemen, weil die Pumpe anfängt zu blockieren, wenn die Lager kaputt sind. Die Pumpe baue ich jetzt einfach mal wieder zusammen. Der Dichtungsring schaut gut aus, also wer auch immer nur die Pumpe verkauft hat, sieht so aus, als hätte der die überholt. Da ist noch ein Span drin, der muss noch raus. Ansonsten sieht die Pumpe sehr gut aus. Und dann werde ich es jetzt wieder zusammenbauen. Und ja, vielleicht kann man sie ja sonst noch verwenden. Ich denke nicht, dass ich sie hier bei dem Auto einbauen werde. So, Span ist raus. Und dann können wir das einfach wieder zusammenbauen. Hier geht es in die Passungslöcher rein. Und hier müssen die Befestigungslöcher übereinstimmen. Dann können wir das einfach wieder zusammenbauen. Es gibt ein spezielles Drehmoment, wie man die Schrauben anziehen muss. Aber handfest ist handfest und handfest ist gut. Wie bei allem immer über Kreuz anziehen und nicht im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn anziehen, denn wenn man so rumgehen würde, kommt hier die Dichtung raus und die Dichtung geht kaputt. Also immer übers Kreuz anziehen und am Anfang nur fingerfest anziehen, dass alle Schrauben mal unten sind, dass die Dichtung im
da ist, wo sie sein soll und sich nicht mehr wegbewegen kann. Dann mit wenig Drehmoment so weit anziehen, bis man merkt, dass die Dichtung komprimiert wurde. So wie jetzt. Dann kann ich die anderen noch handfest anziehen. Und die Ratsche, die stark genug war, das zu öffnen, ist auch stark genug, es wieder zu schließen. Gut.